Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Demon's Souls. In der letzten Folge haben wir uns gegen Ratten gestellt. Wir haben versucht, auf sie drauf zu stehen, um sie vielleicht möglicherweise zerquetschen zu können. Hat leider nicht so funktioniert und das mit dem Schwert hat natürlich offensichtlich auch nicht so funktioniert. Man konnte die Bastarde einfach nicht so wirklich treffen. Dementsprechend haben sie mich 100-mal mit AIDS, mit einer Seuche besudelt. Vergiftet wurde ich auch noch ein paar Mal von überdimensionalen Zecken. Und irgendwann hatte ich dann keine Gegenstände mehr. Dementsprechend, ja, da habe ich mich zurückgezogen, eine kleine Pause gemacht. 4.31 Uhr mittlerweile. Ich habe mir die Zeit genommen, bin zum Arzt gegangen, habe so gefragt, jo, wie sieht's aus und so weiter. Er meinte, man muss ja wirklich bei der Menge an AIDS und Gift und Seuche und Vogelgrippe und Schweinegrippe und Lama-Grippe und Elefantengrippe, muss man auch einfach davon ausgehen, dass es einem persönlich auch im Real Life geschadet hat. Ja, und er meinte so, nee, alles gut, sicherheitshalber habe ich mich nochmal 8-mal geduscht und habe ein kleines Stück Draht genommen, habe vorne an diesem Draht einen kleinen Pinsel gefestigt und habe mich quasi durch alle Öffnungen meines Körpers, durch meinen Körper gekämpft, um sicherzugehen, dass ich jetzt auch wirklich vollständig sauber bin, ja. Wer weiß, vielleicht verrecke ich auch in ein paar Stunden. Ich habe auf jeden Fall alles in meiner Macht Stehende getan und werde jetzt einfach mal eine andere Ortschaft besuchen, denn ich sehe es nicht ein, hier schon wieder 35 Stunden lang zu trainieren. Also kann man machen immer, aber mit der Motivation, mit der Einstellung bin ich eigentlich nicht in dieses Let's Play gegangen. Ich bleibe wirklich dabei und sage, dieses Level war nicht als zweites Level gedacht. Dementsprechend schauen wir uns mal die anderen an. Ich glaube, das war das hier, oder? Also das hier müsste Seuchen City gewesen sein. Ja, okay. Gut, dann haben wir noch das hier. Ja, das würde ich tatsächlich als erstes nehmen. Schattenmenschen, Stürme, Preisen, Toten, Trauern über ihren linken Sturm, Bestien, genau. Also, wir hatten jetzt ein komplettes Level mit Zustandsveränderungen. Ich denke, es wird noch ein Magier-Level geben. Es wird, wie das Spiel eben sagt, ein Level mit mega katastrophalen Monstern geben. Und beim dritten bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht ein Level mit Fallen. Aber ich würde so sagen, das Thema Zustandsveränderungen sollten wir im besten Fall abgeschlossen haben. Also, ja, abgeschlossen, obwohl wir das Level noch nicht abgeschlossen haben. Wir haben quasi den Herd angemacht und haben dann die Tür abgeschlossen und lassen gerade die Bude abfackeln. Aber wir werden zurückkommen. Versprochen. Oh, guck mal. Guck mal. Oh. Ich muss zugeben, ich habe das Spiel nach den letzten 3 Folgen extrem gehasst. Und ich war wirklich so, ich hatte schon wieder so die Idee, so vielleicht mal 1-2 Wochen Pause zu machen. Aber ja, schaut euch das an. So muss das sein. Guck mal, ich habe ein freies Feld. Ich falle nicht runter. Das ist schön. Das ist doch herrlich, Leute. Da geht mir doch schon wieder das Herz auf. Ich meine, wie gesagt, nichts gegen die Atmosphäre und so weiter, aber neben diesen Zustandsveränderungen hatten wir natürlich auch noch Kameraprobleme. Was soll das? Das, holy shit! Oh, what the fuck? Okay, ich dachte, das ist eine Ruhestätte und keine Akrobatenschule. What? Okay, okay, okay. Er ist auf jeden Fall machbar. Aber irgendwie ist es fucking Devil May Cry hier, oder was? Ui. Wo ist mein... Hallo? Da. Okay. Ja, also, so werde ich dann irgendwann auch rumhüpfen, wenn ich es tatsächlich mal in diesem Spiel zu etwas gebracht habe. Hatten wir denn eigentlich Seelen? Jetzt mal so eine ganz dumme Frage. Ich meine, da hinten, da liegt was, aber ich weiß nicht, ob das so, das irgendwas bringt. Ich meine, dieses Mal weiß ich Bescheid. Da kommt er auch. Nee, nichts. Ich habe einfach einen Haufen Asche aufgesammelt. Okay. Du dämlicher Wichser. Er ist machbar. Er ist machbar. Und vielleicht ist er ja auch der... In Fachkreisen nennt man das, glaube ich... Ui. Ja, Rückenkehren ist nicht so die schlauste Sache, die man machen kann. Er ist so der typische Dark Souls Let's Player, ne? Der oder Streamer, der immer so sagt, Fat Roll. Guck mal, 294! Wisst ihr, was ich jetzt machen kann? Ich kann hier eiskalt farmen. Ich meine, wie lange hat das jetzt gedauert? Wenn ich jetzt nicht gestorben wäre, 15 Sekunden oder so.
Das ist eine Farmstelle. Was ich gerade sagen wollte, ja, vielleicht ist er ja der Gatekeeper, also der Türsteher quasi, und jetzt wird wieder alles nett. Aber wenn jetzt nochmal welche von der Sorte kommen, dann. Hat er mich gesehen? Oder will er sich einfach die Beine austreten? Ui. Ich glaube, das ist wieder so einer, oder? Ja, oh nein, oh nein. Schwerer Angriff, okay. Aber was? Aber dann, wieso? Okay, da, das war dumm, da hätte man noch locker ausweichen können. Ja, okay. Okay, Fazit, nicht für mich, aber potenzielle Farmstelle. Das Ding ist, dass ich jetzt hier auch nicht 35.000 Mal was probieren sollte. Denn irgendwann ist ja wieder meine Ausrüstung kaputt. Von daher, ja, es war spaßig, okay, aber es war recht kurz. Es war quasi wie so ein Urlaub. Man freut sich die ganze Zeit auf einen schicken Hawaii-Urlaub oder so. Guck mal, die wartet schon, hat schon da gewartet, weil sie wusste, dass das schief geht. Dann fährt man in den Urlaub und ehe man sich verseht, hat, sind 3, 4 Wochen um und dann steht man da, hat sein Geld ausgegeben. Ich mag eher so was Handfestes, ja. Also so Urlaubsgeschenke und so. Ja, jetzt könnte man wieder sagen, es sind Erinnerungen, klar. Und umso älter ich werde, umso mehr kann ich das irgendwie schätzen, weil man ja immer mehr durch. Umso länger man auf der Welt ist, umso eher erinnert man sich ja an etwas zurück. Aber sowas Handfestes, was man sich dann irgendwo hinstellen kann oder halt ein Spiel oder so, das finde ich dann doch nochmal besser. Statt der Ausgräberhüte der Katakomben, die meisten der historischen Ausgräber wurden, die sehen ja, das wird schätzungsweise hier die Fallenabteilung sein. Mal gucken, was da jetzt abgeht. Ja, also. Ja, 2:0 quasi fürs Spiel. Oder sagen wir 1:0. Ich versuche einfach gerade der Seuchenstadt zu entkommen, okay? Vielleicht habe ich ja hier ein bisschen mehr Glück. Ich meine, Fallen, was willst du da machen? Da kannst du den Schwierigkeitsgrad nicht wirklich einstellen. Also entweder die Fallen sind nervig oder nicht. Oh Gott, ich hoffe, man hört es nicht, aber. Oh, ich freue mich schon auf meinen nächsten Friseurtermin. Meine Haare sind mittlerweile so lang, dass sie die ganze Zeit am Ohr kitzeln und das fuckt mich extrem ab, ey. Also falls ihr das gerade gehört habt, es tut mir leid. Ich versuche gerade meine Frisur zu bändigen. Demon's Souls! Habe ich eigentlich am Anfang Dark Souls gesagt? Demon's Souls! Greift auch meine Haare an. Kaufen Sie sich jetzt das Demon's Souls Shampoo und sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Haare in Medusa verwandeln. Wer klappert denn hier so? Ist das ein Schmied oder so? Was ist hier? Der nächste Feind ist gegen Stichangriffe anfällig. LUL! Wieso erzählst du mir das? Ist das noch Tutorial Land? Noch nicht mal im ersten Level habe ich solche Hinweise bekommen. What? Ach, hi. Hello there, souls. Souls. I trade fine goods for souls. Ich dachte erst, du bist eine Frau, aber du scheinst ein Hippie zu sein. Our little town. Well, it's a nice wee place. All those lizard-eyed townsfolk are busy tinkering with stone. And don't bother with old men like myself. Makes life rather easy for me. I can get away with anything. Thank you, Lord, for this golden opportunity. Ja, alles, was man so im Ödland machen kann, hör, wenn dir da irgendwas einfällt. Direkt am Anfang, Leute, das ist doch was. Hier haben wir Sichelmondgras, aber das ist ja immer. Ich denke immer, ja, geil! Und dann merke ich, ach ja, ich bin ja drüben, deswegen ist das Grüne, wirkt das Grüne so gut. So gelb, aber es ist halt grün, wenn ich da das wechsle. Wetzstein, strapazierfähig, Waffe rechte Hand, bla bla bla. Hartstein, da guck, guck. Guck, Leute, guck. Das gute Zeugs, welches ich mir selber erfarmen kann. Und Schafsteinscherbe. Ja, was war jetzt welches? Spitzhacke! Aber hat leider nur 80 und ist auch ziemlich schwer. Ja, nee, das ist irgendwie kompletter Müll, ha? You're one to play.
Well, you've got to pay. Don't you agree? Ja, und wer Geld haben will, muss auch dementsprechend Sachen anbieten, was du nicht wirklich tust. Aber okay, das ist mal sehr interessant. Wieso er gleich am Anfang kommt? Keine Ahnung, Leute. Okay, da wurde schon wieder ein Pferd gerupft. Okay. Ja, warte mal, wir haben ja hier zwei Wege. Ja, soll ich? Ja, gut, jetzt bin ich halt hier schon mal hingelaufen. Nee, da soll ich nicht runter. Ach so. Ist ja nur ein fucking Secret hier. Unbekannte Heldenseele, ja. Die werde ich mir auf jeden Fall tiefkühlen und nicht sofort einsetzen. Es sei denn, ich will natürlich sofort was ausgeben. Und dafür bin ich jetzt den ganzen Weg nach hinten gelaufen. Muss sehr wertvoll sein. Ich habe sehr, sehr große Hoffnungen in dieses Areal. Alleine schon wegen den Nachrichten hier. What the fuck? Der nächste Feind ist gegen Zauber anfällig. Und was? Und der jetzt hier auf Pieksen störrisch reagiert, der kam jetzt gar nicht. Wo siehst du hier Feinde? Hast du irgendwas geraucht oder sowas? Oder sollten hier irgendwie Holzpuppen sein, die ich dann mal so penetrieren kann? Muss ich jetzt hier noch das Timing abpassen? Hui, tatsächlich. Ich lache mich tot. Also wenn ich Zeit habe. Ich verspreche, ich werde mich tot lachen. Vielleicht passiert das auch parallel zu dem AIDS, welches ich kriegen werde. Klebriges weißes Zeug. Also, da war doch mal wieder jemand, hatte sich jemand nicht unter der Kontrolle. Ja, also, ganz ehrlich, wenn ihr mir so dumm kommt, gehe ich einfach zurück, ha? Bringt ja sonst nichts. Aber ich hab's ja gesagt. Das wird... Dieses Level wird voll mit Fallen sein, ey. Ey, wo war denn das jetzt? Da drin? Moment, was? Kann ich... Nee. Das ist wahrscheinlich ein Shortcut. Moment, wo ist denn mein Kackschwert? Ich bin verwirrt. Leute. Wo? Ich hab irgendwo was? Ah, warte. Ja, okay. Oh, erschreckt mich doch nicht, ey. Ja, dann kehren wir doch jetzt mal eiskalt zurück. Was sagt die Uhr? Okay, gut. Ja, minus Orientierung. Also 3 Minuten haben wir noch. Minus der Orientierung 6 Minuten ungefähr. Ich hatte schon irgendwie so im Hinterkopf, Mensch, das wäre jetzt echt lustig, wenn ich jetzt wirklich alle 3 Level, wenn es so schwer würde, dass ich in einer Folge in 3 verschiedenen Leveln scheitern würde. Aber nein, so viel schafft man dann doch nicht in 15 Minuten, so viel Schmu. Und hier haben wir bis auf Steine und einen Hippie nicht viel. Ach, guck mal da! Da kommen die Steine her. Aha. Ja, okay, weißt du, ich warte lieber nochmal. Puff, puff. Okay, da kam noch einer. Was? Und die Steine splittern auch noch? Ist das dein scheiß Ernst? Na gut, schätzungsweise macht das irgendwo Sinn. Mann, ey. Können die denn zielen? Theoretisch nicht, oder? Das wäre Next-Gen-Shit, würde ich mal sagen. Aber ich habe trotzdem einen abgekriegt. Bin schon wieder sehr unzufrieden. Sollen das, So, kriege ich jetzt schön Tomb Raider-Style hier. Das wäre doch mal ordentlich. Was haben wir hier? Kreuzgriff drehen. Okay, aber... Fallen sind okay, ja, aber bitte keine Rätsel. Das geht dann tatsächlich zu weit. Da sterbe ich lieber 30 Mal in einer Folge, als auch nur ein dummes Kackrätsel zu machen. Ganz ehrlich, ja. Ach übrigens, wenn wir schon mal beim Thema Sterben sind, was ist denn eigentlich hier meine Prognose? Wann würde ich sagen, ist es denn
Wäre es denn ekelhaft beschämend? Also wir sind gerade bei 15, 15, 20, 25, 28 Toten. Ich meine, das klingt jetzt erstmal viel, aber man stirbt ja in jedem Spiel mal so ein bisschen. Besonders auch bei Sachen wie Mario oder so. Es kommt eher darauf an, wie man... Oh, hi. Seid ihr... Okay. Es kommt eher darauf an, wie man mit dem Tod umgeht. Schade, den anderen hätte ich ja dolchen sollen. Aber... Die sind ja auch irgendwie... gar nicht feindlich. Und auch nicht... bringen nichts. Ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen. Oder? Ich hätte sie einfach sein sollen, aber ich war doch hungrig. Ich war doch hungrig. Ja, ich würde so sagen, ab 70 Toten kann man schon mal ein wenig mit der Stirn runzeln. Und ich würde sagen, ich versuche mich unter 200 oder so zu halten. Irgendwie sowas. Also bis 70 mache ich mir da keinen Kopf. Das gilt allerdings nicht für mein richtiges Alter. Da denke ich mir schon so, ab 30 bin ich tot, da kann ich mir das Leben nehmen. Da habe ich dann keinen Bock mehr drauf. Gott, ey, was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich drauf gehe und das dann nochmal mache? Werden die wieder resettet? Ich bereue das gerade. Aber hey, die geben mir fucking Ressourcen. Aber so seelentechnisch lohnen die sich überhaupt nicht, ne? Naja, hier scheint keiner mehr... Ach doch, da noch einer, oder? Ah? Oh, oh, oh. Oh, shit! Okay, ich wollte gerade sagen, der hat es nicht gesehen. Alles gut, nee. Die fucking Sklaven-Goblins hier. Oh, wobei, die erinnern mich sogar ein wenig an die von Abe, ne? Wenn sie jetzt noch irgendwie... ja, zugetackerte Augen haben, dann würde es voll passen. Aber ich schätze, ich kriege keine Seelen von denen, weil sie ja nicht wirklich untot sind oder Seelen sammeln. Darum geht es ja, dass Dämonen Seelen sammeln, Demon's Souls. Und das sind ja einfach nur Monster. Wobei, wenn ich jetzt an die Rättchen und die Schnecken und so denke, ja... Ja, die sind auch Tiere... Aber, was heißt auch Tiere? Das hier sind ja keine Tiere oder Bestien. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum die mir nichts geben. Und ob ich sie hätte auch ignorieren können. Ja, wir schauen einfach mal, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Sieht ja schon wieder nicht so geil aus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.